Willkommen zu einem kleinen angezockt alias Mini-Let's Play. Ich weiß noch nicht, wie lange das geht. Ich werde jetzt so eine kleine Mini-Reihe machen. Das sind 7 Retro-Games vom Retro-Game-Crunch-Team. Glaube ich, ist es. Das erste Spiel ist Super Clio Land Complete. Ist in der NES-Grafik, beziehungsweise allgemein Retro, also so ein bisschen pixeliger. Aber ist mega geil. Ich nehme jetzt gerade zum zweiten Mal auf, weil die erste Aufnahme ist irgendwie... Naja, da habe ich nur Ton. Und was hilft Ton ohne Video? Jetzt habe ich auch Video. Das heißt, ich kenne das Spiel schon so ein bisschen, aber... Ja, das ist eigentlich nicht das Problem. Also hier sieht man schon 18 Minuten, bla. Wir fangen einfach ein neues Spiel an. Wir sind uns sicher, dass wir alles löschen wollen. Wir sind hier dieser kleine Schleimball. Wir können uns mit WASD bewegen. Und müssen uns weiterentwickeln, damit wir einige Fähigkeiten erlernen. Das sieht man unten anhand der Evolution. Die ist unten links im Bild. Das heißt, wir können hier zum Beispiel jetzt einen Wurm essen. Der geht in die Verdauung. Die bewirkt, dass wir Punkte haben. Und diese können wir mit den Pfeiltasten auswählen. Zum Beispiel den grünen Punkt müssen wir ins Grüne machen. Der rote Punkt, den brauchen wir nicht. Dann haben wir nochmal einen grünen Punkt. Können wir nach rechts schieben. Ansonsten haben wir nichts mehr. Ja, hier kommen wir nicht hoch. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal straight nach... Nach links. Genau. So, da haben wir den nächsten Punkt. Grün haben wir bereits an beiden Stellen. Deswegen brauchen wir den nicht mehr. Jetzt bekommen wir einen blauen Punkt. Den können wir nach links schieben. Das heißt, wir haben einen Evolutionspunkt. Und das sieht man schon. Da jetzt brauchen wir einen mehr. Also zwei blaue, zwei grüne. Hier haben wir einen grünen, können wir nach rechts, nach links, den roten brauchen wir nicht, den blauen können wir zuerst nach oben, weil wir müssen jetzt zuerst unten grün voll haben. So, rot brauchen wir nicht, grün brauchen wir auch nicht. Also hier könnte man so ein bisschen rumcheaten, denke ich mal, grün brauchen wir nicht. So, blau. Damit haben wir jetzt eine Evolutionsstufe voll und entwickeln uns weiter. Jetzt können wir quasi hüpfen. Nur mit Space hier. So, da ist unsere alte Hülle. So, hier können wir jetzt weiter. Das ist so ein kleiner Speicherpunkt. Falls wir einfach verlieren. Ach ja, stimmt. Hier im Wasser können wir auch noch nicht rein. Das heißt, wir laufen einfach nochmal straight zurück. Vor den Teil muss man sich ein bisschen in Acht nehmen. Die machen Schaden. Wie man gerade gesehen hat. So, da können wir jetzt vorbei. Da warten wir jetzt einfach mal kurz und können wir auch vorbei. So, da warten wir auch kurz. Wir könnten auch theoretisch rüberspringen, aber ja. So, schnell hier hoch. Ja, hier. Ja, hier links in die Höhle können wir noch nicht, weil die lauter Stacheln voll gesät ist. Mal kurz hier. So, mit Tab haben wir so eine kleine Übersichtskarte. Zeros ist unten. Weiß ich jetzt gerade nicht, was ich überhaupt angeschaut. Wir können hier in Titelscreen oder halt Continue machen. Wir machen jetzt einfach mal Continue. Dann haben wir hier wieder einen Speicherpunkt, den können wir gleich mal nutzen. Wir könnten jetzt theoretisch auch mal versuchen hier, aber das funktioniert noch nicht. Ich glaube mal, dass wir da später hinkommen. Na. Ja, Steuerung ist ein bisschen eigenartig, aber... Ja, hier haben wir so hüpfende Ballteile, die machen einen auch kaputt. So, hier noch einen, dann haben wir die Evolutionsstufe wieder erreicht, einen Schritt weiter. Grün. Ja gut, hier können wir immer noch nichts anfangen. Dann blau, grün, kriegen wir noch einen grünen? Ja, den grünen können wir oben rein. Ich glaube, das Prinzip jetzt mit dem Evoluieren, nennt man das so, ist, glaube ich, recht simpel gemacht. So, jetzt haben wir die Evolutionsstufe oben erreicht. Und hey, wir sind eine kleine Kaulquappe. Rot, rot. Ja, gucken wir mal kurz unten entlang. Da haben wir jetzt nichts. Hier oben ist nichts. Ja, dann gehen wir doch einfach mal kurz ins Wasser.
Sondern wir können dann auch, wenn wir im Wasser kurz rausgehen, höher springen. Ist alles recht praktisch. So, das ist Hintergrund. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, hier kommen wir auch noch nicht lang. So, das heißt, wir holen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen was. Brauchen wir nicht. Brauchen wir hier. So, dann holen wir uns hier dieses Seepferdchen. Noch einen roten. Einen blauen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein roter. Den haben wir hier. Huch. Das war schlecht. Das heißt, wir können uns das Ganze nochmal holen. Rot und grün. Ach nee, hier war nichts. Grün brauchen wir nicht. Rot? Ach, kacke. Rot. Blau. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen verschwendet. Da können wir einmal rumschwimmen. So, dann haben wir noch einen grünen, den brauchen wir im Moment nicht. Noch einen grünen brauchen wir nicht. Wir bräuchten jetzt zwei rote eigentlich. Das war schon mal nicht das, was wir gesucht haben. Grün. Rot. Jetzt bräuchten wir noch einen roten. Perfekt. Dann haben wir auch schon wieder einen Evolutionsstufenbereich freigeschalten. Also hier brauchen wir jetzt drei Evolutionsbereiche, nenne ich sie mal. Ja, hier brauchen wir jetzt links einfach vier grüne, oben einen roten und rechts dann grün und blau. So, da haben wir schon mal die vier grüne voll. Den brauchen wir im Moment nicht. So, hier war doch auch was, genau. Grün, blau, jetzt brauchen wir noch einen grün. Nein, rot haben wir schon. Grün, genau. So, rot. Und es wird auch immer so ein Stück schneller von den Evolutionsstücken. Ach, Mist. Das war, schlecht. Grün brauchen wir nicht, grün brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir halt vom letzten Speicherpunkt alles wieder anmachen. Ist natürlich ein bisschen blöd, aber gut. Ah! Ach, Menno. Ja, das ist jetzt inkonsistentes Gameplay. Weil ich es nicht kann. Grün brauche ich nicht. Rot brauche ich, genau. Grün. So, man ist auch ein bisschen random generiert von dem Essen. Oder von den Evolutionsteilen her. Haben wir jetzt noch rot, brauchen wir nicht. Wir brauchen mehr grün. Ach, Mist. Grün brauchen wir nicht. Rot können wir oben gebrauchen. Ja, die Musik hier ist eigentlich auch recht genial. Ja. Werden wir das noch schaffen oder werden wir es nicht schaffen? So, auf alle Fälle nicht. Ach Gott. Jetzt will ich wohl ein bisschen zu viel. Sollte mir einfach mehr Zeit nehmen. Grün. Ah, das war das Falsche, egal. Grün. Grün. Grün brauchen wir im Moment nicht. Das Grün brauchen wir auch nicht. Gucken wir eben kurz. Blau. Blau. Grün. Brauchen wir alles nicht. So, hier warten wir kurz und schwimmen nicht rüber. So, jetzt hier. Da runter. Kurz warten. Oh ja. Man kann auch, wenn man zu viel stackt, die ganze Reihe wieder vernichten. Ist natürlich nicht so optimal. Ich
Ich will erstmal zur Speicherblume. So, dann hole ich mir das Essen da noch. Grün, rot. Rot brauchen wir nicht. So, hier haben wir nochmal den Schmetterling. Da, da. Grün, da grün. Da oben noch. Ja, hier kommen wir nicht hin. Oder? Ne, kommen wir nicht hin. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, außer weiterzugehen. Ah, ja. Holen wir uns wieder den Snack. So, rot. Das rot brauchen wir nicht. Das rot brauchen wir nicht. Das grün kommt dahin. Das grün kommt hierhin. Das grün kommt auch dahin. Jetzt bräuchten wir nur noch blau. Das müssen wir jetzt eigentlich... Ah, Mist. Ja, die Hitzboxen sind vielleicht auch ein bisschen zu groß gewählt, aber gut. So, da haben wir noch ein grünes. Noch ein grünes brauchen wir gerade nicht. Jetzt. Grün. Grün, ich will ein blaues. Da haben wir ein blaues. Ach, Mist. Ja, warum muss der jetzt so weit? So, nochmal grün. Grün. Blau, rot, es fehlt noch ein grünes. Ja! Rot. Kurz warten, rüber. Ach, doch, hätte ich hier gebrauchen können, okay. Grün brauche ich nicht, ich brauche ein blaues. Ach, super, da können wir nicht vorbei. Das heißt, wir müssen uns jetzt an einer... Ach, da unten, das... Ach, okay, wir können nochmal speichern. Sehr gut. Blau. Grün. Blau. Also hier wird sichergestellt, dass man... Huch! Hier wird sichergestellt, dass man halt nicht ewig rumlaufen muss, bis man dann die nächste Evolutionsstufe gefunden, also erreicht hat. Weil es würde ja jetzt hier ewig dauern. Rot weg. Grün. Dann brauche ich blaues. Perfekt. Jetzt nur noch rotes. So, das ist die nächste Evolutionsstufe, die wir erreicht haben. Grün. So, und dann geht's jetzt auch weiter. Würde ich mal behaupten. Kommen wir jetzt da schon hoch? Nein. Und dann speichern wir jetzt gleich nochmal, wenn wir es schaffen. Ja, schaffen wir. Wir sind jetzt so eine Art Bohrfisch. Und können jetzt quasi uns hier durchbohren. Hätte ich fast nicht aufgepasst. Ach nee, grün. So, nochmal gespeichert. Ja, hier sind wir vom vorhin, glaube ich. Kann ja mal kurz gucken. Na, das klappt nicht. Wir dürften eigentlich auch so gut wie keinen Fallschaden erleiden. Also ich habe noch keinen festgestellt, sagen wir es mal so. So, holen wir uns mal den Schmetterling hier. Grün brauchen wir nicht, grün brauchen wir nicht. Rot brauchen wir hier und da drüben. Holen wir uns noch den Schmetterling. Rot hier. Grün da. Grün.
grün hier. Rot, blau. Blau. Achso, hier wird sichergestellt, dass wir wieder zurückkommen, falls wir es mal nicht schaffen sollten. Ja, und ich glaube, das ist dann auch schon das Gebiet, das ich so nicht mehr kenne. So, hier ist noch ein Schmetterling, an dem wir nicht... Doch, komm, wir haben... Da noch ein grünes, da ein rotes oben. Brauchen wir nicht. Ja. So, den können wir uns auch holen. Grün können wir gebrauchen. Da ist ein grünes rechts, noch ein rechts. Keins mehr? Oh, schade. Noch ein Speicherpunkt, okay. Oh, wow! Oh. An euch kann ich mich erinnern. Kam aber im Wasser vor. Huch, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Blau, rot, grün. Also hier muss man schon auf einiges jetzt achten. Könnte ich jetzt so langsam blau, rot, ach, hätte ich, egal. Es wird anstrengend, sagen wir es mal so. Huch, egal. Rot, nein, rot, nein, brauchen wir nicht. Ach, doch, brauchen wir hier. Grün, grün, noch ein grünes, hier ein grünes, da ein rotes, jetzt brauchen wir noch ein grünes, genau. Rot, grün, nichts mehr. Können wir hier den Wasserfall hochschwimmen? Gucken wir mal. Ja, nicht unbedingt. Rot brauchen wir nicht, blau brauchen wir hier oben, grün links. Es ist echt fordernd, das Spiel. Grün. Grün. Ach nee. Mist. Können wir mal kurz auf die Karte gucken. Also hier oben haben wir eigentlich alles abgegrast, so wie ich das sehe. Das heißt, wir gehen jetzt... Ach, hier können wir auch entlang. Ach nee, von da kommen wir ja. Richtig. Ach, ich hab was gesehen. Egal, jetzt ist es zu spät. Ja, wir können jetzt auch hier unten entlang. Gucken wir einfach mal. Oh. Dich schaffe ich so noch nicht. So, aber jetzt gehen wir mal kurz oben lang. Ah, okay, da sind wir da wieder. Gucken wir einfach mal hier runter in die Höhle. Ach so, können wir nicht. Okay. Das heißt, von unten kommen wir dann irgendwo raus. Dann gehen wir doch einfach mal straight nach unten. Hier möchte ich noch mal warten kurz, genau. Oh. Boah, gerade so geschafft. Okay. Hier ist nichts. Oder sehe ich das falsch? Ne, hier ist wirklich nichts. Okay. Vielleicht sollte man da auch gar nicht hin. Oder geht's... Ne, hier geht's ja auch nicht entlang. Dann gucken wir mal da weiter. Dann schwimmen wir halt den Weg zurück. Kurz warten. Hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen, weil ansonsten stirbt man hier recht leicht. So,
den müssen wir einmal umqueren, damit wir vorbeikommen. Bei dem genauso. Oh, das war knapp. So, hier ist aber für viele, jeder Fälle wieder ein Speicherpunkt. Ja, ich würde sagen, das läuft langsam, oder? Aber ich finde kein Essen mehr. Das ist nicht so toll. Das war schlecht. Ich brauche noch zwei, glaube ich, müsste das sein. Dann habe ich die nächste Evolutionsstufe erreicht und dann gucken wir mal, was sie kann. Aber bis dahin habe ich noch etwas Zeit, glaube ich. Ach ja, hier oben war immer noch nichts. Das kann man in einem Schritt schaffen. Ach, wir kommen. Ach nee, kommen wir ja immer noch nie, oder? Hier oben vorbei? Nee. Ich glaube noch nicht mal mit einem gezielten Sprung, oder? Ne, da kommen wir nicht hin. Schade. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, außer hier oben irgendwie noch was zu finden. Ich meine, dass hier noch was geben muss. Ach ja, genau, wir können ja da, rechts können wir auch noch in die Höhle. Stimmt. Wenn ich es dann schaffen würde. So. So. Und auch nicht, okay. Den Sprung schafft man aber. Weiß ich doch. Ja, die Schmetterlinge weisen uns so quasi so ein bisschen den Weg. Ach nein. Ach, doch, hätte ich brauchen können. Rot, rot, grün. So, hier ist ein Speicherpunkt, das ist sehr gut. Weil jetzt wird es nämlich ein bisschen heftig. Glaube ich. Ah, Mist. Ich weiß jetzt nicht, ob es da jeweils auch... Ja, doch, gab's. Den Zwischenteil hier. Ach nein. Ach, bin ich scheiße. Ich kann das immer noch nicht so richtig mit den Farben. Rot, genau. Grün. Rot kann ich nicht gebrauchen. Jetzt muss ich mich quasi nur noch auf eine Reihe konzentrieren, anstatt auf drei oder vier. Sollte es eigentlich im Rahmen des Möglichen noch sein. Ich habe irgendwas aufgesammelt, aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Egal, machen wir einfach weiter. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Wir könnten jetzt quasi noch versuchen, den einen Schmetterling dazu bekommen. Ich glaube, das machen wir auch eben. Wenn wir dann da wieder hochkommen. Huch. Ja. Ja, ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Der ist zu hoch. In dem Fall, glaube ich. Aber ich glaube, da wir jetzt gleich bei 25 Minuten sind, würde ich sagen, wie es weitergeht, wie die nächste Evolutionsstufe aussieht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.